Ich bin auf jeden Fall Zeit mit Leib und Seele seit 19 Jahren jetzt schon und das wird, denke ich, auch so bleiben. Ja, also mein Name ist Max Fuchs, ich bin 19 Jahre alt, bin gebürtiger Zeitzer und ja, falle vor allem durch Ehrenämter in Zeitz auf. Mit Zeitz verbindet mich zum einen natürlich, dass es meine Heimatstadt ist mit Freunden und Familie, aber dann vor allem auch meine Aktivitäten rund um das Städtepartnerschaftskomitee, in dem ich Mitglied bin. Ich bin Rettungsschwimmer für den Behindertensportverein in der Stadt. Und mein größtes Projekt ist natürlich der Jugendbeirat, den ich 2011 mitgegründet habe, bei dem ich seit dieser Legislatur auch erster Sprecher bin, sozusagen Vorsitzender. Und mit dem ich natürlich viele ehrenamtliche Tätigkeiten auch innerhalb und außerhalb der Stadt schon vollbracht habe. Und mit dem wir auch Projekte wie das Sommerfestival auf die Beine gestellt haben, das dieses Jahr zum vierten Mal stattfinden wird. Mit dem wir uns um den Goethepark kümmern, dass da ein neues Konzept aufgestellt wird, beziehungsweise dieses Konzept gibt es schon, aber dass es auch umgesetzt wird. Dass wir uns um den Erhalt und die Pflege der Spielplätze kümmern. Und alle solche Sachen, die also die Stadt für die Jugendlichen wieder attraktiver machen sollen. Unser größtes Problem dabei ist halt nur, dass derzeit der Mitgliedermangel sehr stark ist. Wir waren mal 13 Mitglieder zu Höchstzeiten, mittlerweile sind es nur noch 4. Die Fluktuation ist also immer sehr groß, dadurch, dass wir junge Menschen sind, die ihren Übertritt so haben von Schule zu Studium zur Ausbildung, ziehen also viele zumindest mittelfristig weg. Und derzeit fehlt so ein bisschen der Nachwuchs von den Schulen und von den Jugendlichen, dass unsere Plätze übernommen werden. Viele Mitglieder werden jetzt auch wieder mit Sommer vermutlich den Jugendbeirat verlassen. Und da ist es natürlich wichtig, dass wir jetzt viele Jugendliche noch akquirieren können und wir hoffen, dass sich jemand bei uns meldet. Ich denke, Zeitz hat sehr viele schöne Orte. Man muss sie manchmal halt nur kennen oder wissen. Aber wenn wir uns die Schlossparkanlage anschauen, das Kloster Posa, den Rathausgarten, Teile der Stadtmauer, dann denke ich schon, dass es viele Orte gibt, an denen man gerne verweilen kann, mit denen man auch viele Erinnerungen verbindet, wenn man hier aufgewachsen ist. Und Zeitz ist eine schöne Stadt, wenn man über den einen oder anderen Schandfleck vielleicht hinwegsehen kann. Also es gibt natürlich viele schöne Projekte, gerade mit dem Jugendbeirat. Das Sommerfestival ist natürlich immer wieder sehr eindrucksvoll, wenn man sieht, dass man also die Arbeit, die man ein Jahr lang immer eine Legislatur in so ein Projekt gesteckt hat, zusammen mit unserem Kooperationspartner Hex Event. Es ist natürlich schön zu sehen, wenn 200 bis 500 Leute oftmals dieses Sommerfestival nutzen, um sich zu treffen, um den Start in die Sommerferien zu feiern. Und natürlich gibt es dann auch wiederum schöne Projekte mit den Leuten vom Kloster Posa oder die Integrationsgeschichten, wo man halt viele Menschen kennenlernt mit ihren Geschichten, mit ihren Erfahrungen, mit ihrer ganz eigenen Kultur, wo alles so ein bisschen gemischt wird und wo ich eigentlich halt der Typ dafür bin, dass dieses so ein bisschen zusammenkommt. Für Zeitz wünsche ich mir weiterhin viele engagierte Leute, die wir teilweise schon haben, die also viele Projekte durchführen, um die Stadt wieder attraktiver zu machen, um hier Leben einzuhauchen. Und ich wünsche mir natürlich auch, dass Zeitz dann wieder diesen Schritt schafft, dass weniger Leute die Flucht, sage ich mal, in andere Großstädte unternehmen, dass Zeitz wieder attraktiv wird für auch Familien, für Menschen, die hier ihre Zukunft planen können, die vielleicht auch trotzdem in Leipzig arbeiten oder zur Uni gehen, aber halt in Zeitz leben.